Listen to me now. Racquetlon ist eine Turniersportart, die aus den vier Disziplinen Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis besteht. Bei den meisten Turnieren gibt es, je nach Spiel- und Altersklasse, verschiedene Bewerbe. Men Elite, Men Amateur, Women Elite, Women Amateur, Veterans plus 45, Juniors U16 und Juniors U21. Diese Wettbewerbe gibt es auch bei der Racquetlon-Weltmeisterschaft. Bei dieser hat Philipp Batzelt im schweizerischen Schlieren mit der Mannschaft den Weltmeistertitel im U21-Bewerb geholt. In Anerkennung dieser Leistung wurde er jetzt in seiner Heimatgemeinde Lockenhaus ausgezeichnet. Bürgermeister Magister Christian Flasig und Vizebürgermeisterin Gabriele Hafner zeichneten ihn mit dem Gemeindewappen aus. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen hier in der Gemeinde Lockenhaus. Wir haben heute einen besonderen Anlass, den wir gerne auch dementsprechend würdigen wollen. Neben mir zu meiner Rechten sitzt Batzelt Philipp. Er ist U21 Weltmeister im Racquetlon. Racquetlon ist eine Turniersportart, die besteht aus den Sportarten Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Und er ist jetzt vor wie viele Wochen sind es jetzt her? Das war 25. August, also 3 Wochen, ja. Genau, knapp 3 Wochen, also Ende August. 4. Hat er in der Schweiz die Weltmeisterschaft geschlagen und nicht nur geschlagen, sondern er hat sie auch gewonnen und hat damit die Goldmedaille errungen. Genau, mit der U21-Nationalmannschaft. Unglaubliche Leistung, wo wir natürlich seitens der Gemeindevertretung sehr, sehr stolz sind. Die Frau-Vizebürgermeisterin Gabi Hafner ist hier anwesend, der Ortsvorsteher und Gemeindevorstand Michael Kehfeder. Und wir freuen uns einfach, so einen erfolgreichen Sportler in der Gemeinde zu haben. Er hat ja auch seinen Ursprung hier, glaube ich, auch die ersten Sporne auch verdient im Tischtennis. Das war so deine erste Sportart, mit der du begonnen hast. Stimmt das? Genau. Da habe ich mit ungefähr 10 Jahren begonnen, in Oberpullendorf beim Verein zu spielen. Und mit der Zeit sind dann alle Sportarten zusammengekommen. Dann habe ich von der Sportart Racquetlon erfahren. Mhm. Und vor 2 Jahren habe ich dann damit angefangen. Was natürlich dazu sagen muss, der Philipp ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Sportler, ist ein dauernd Laufen, also ich habe da immer die größte Hochachtung, wenn ich die irgendwo laufen sehe. In den Abendstunden ist er unterwegs und trainiert nicht nur mit den Schlägern, sondern ist auch sehr, sehr ambitioniert, hier auch was weiterzubringen. Das sieht man, dass du sehr großen Gefallen am Sport hast und das freut uns natürlich seitens der Gemeinde. Wir von der Gemeinde fördern natürlich auch generell das Vereinsleben, die sportlichen Aktivitäten in unserer Gemeinde. Uns ist so ein großer Schwerpunkt im Zuge des gesunden Dorfes. Wir waren bis letztes Jahr auch dabei als Gemeinde. Wir bewegen Burgenland, haben wir auch versucht, das sportliche Angebot der Gemeinde in den Vordergrund zu stellen mit unserem Vereinsleben, sei es jetzt der Tennis, sei es Fußball, sei es der Bogensport. Wir haben aktive Turnvereine, eine Zumba-Gruppe. Wir unterstützen und fördern schon in der Schule, an der Volksschule in Lockenhaus mit Tischtennis. Hier haben wir einen besonderen Schwerpunkt, eben auch mit dem ASFÖ in Oberpullendorf, der hier aktiv ist, der die Kinder trainiert. Wir bieten sogar in der Nachmittagsbetreuung auch Tischtennis an, fördern diese Randsportart, die so eigentlich keine mehr ist, aber in der Außenwahrnehmung ist aber noch viel zu wenig bekannt. Deswegen war es mir wichtig, dass du heute zu uns kommst und noch selber ein bisschen was dazu sagst. Vielleicht kannst du noch ein bisschen so den Weg, was hast du schon alles erreicht in deiner sportlichen Karriere und wo willst du noch hin? Das würde mich auch interessieren. Welchen Sport jetzt? Allgemein? Oder? Allgemein. Ja, okay. Also, ich bin ja hauptsächlich immer Tischtennisspieler gewesen und da war es so, dass ich unter dem Nachwuchs in Österreich immer so die 5 bis 10 Besten in meiner Altersgruppe dabei war. Und letztes Jahr habe ich dann wahrscheinlich meinen größten Erfolg erreicht, wie ich einmal Zweiter war beim österreichischen Nachwuchsturnier, Superliga heißt es. Und ja, eben im Racquetlon eindeutig diese Weltmeisterschaft jetzt in Zürich, wo wir mit der Mannschaft den Weltmeistertitel im U21-Bewerb geholt haben. Und ja, weitere Ziele sind etablieren in der Tischtennis zweiten Bundesliga. Super. In den nächsten Jahren.
mit dem Tischtennis-Club Oberpullendorf. Wo spielt der Club selber? Spielt er als Mannschaft in der zweiten Bundesliga? Spielt als Mannschaft in der zweiten Bundesliga, okay. Genau. Jetzt die zweite Saison. Okay, super. Dass du bist auch noch mit dem Verein schon mit aufgestiegen jetzt zur Offensive. Genau. Sehr gut. Ja, und dann, ich spiele auch noch Tennismeisterschaft. Da sind wir jetzt aufgestiegen in die erste Klasse. Auch mit dem Tennisclub Oberpullendorf. Und da wollen wir jetzt auch mal die Klasse halten. Mhm. Ja, und die anderen beiden Sportarten, Badminton und Squash, spiele ich immer, wenn ich Zeit habe, im Sommer vor allem. Willkommene Abwechslung für mich. Das ist so ein bisschen die Draufgabe noch. Genau. Ja. Ja. Aber man muss ja dazu sagen, das spielt man nachher nicht. Das spielt man nicht auf einmal, oder? Die Sportart. Genau. Man schon ja, man hat immer nur einen Schläger in der Hand. Man fängt an mit Tischtennis und geht dann vom kleinsten zum größten Schläger. Also Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Spielt man immer gegen denselben Gegner einen Satz auf 21 Punkte oder in der Mannschaft eben auf 11. Okay. Und am Schluss wird dann zusammengerechnet und wer mehr Punkte hat, hat gewonnen. Darf ich jetzt dazu kurz eine Frage stellen auch? Heißt das, wenn man eine Ballsportart kann, kann man dann automatisch auch Tennis und Badminton und oder muss man das wirklich von der Pike auf wieder neu lernen oder ist es ungefähr ähnlich? Ja, natürlich sind gewisse Ähnlichkeiten. Mhm. Es ist alles ein Schläger und der Ball. Genau. Und natürlich hat man Vorteile, wenn man eine Sportart gut beherrscht. Mhm. Weil vor allem die ganzen koordinativen Fähigkeiten, das Ballgefühl, das hilft einem in jeder Sportart. Aber es ist nicht so, dass wenn ich jetzt erste Bundesliga im Tennis spiele und noch nie Tischtennis gespielt habe, dann macht der wahrscheinlich gegen mich keinen Punkt. Haben wir da unterschiedliche Trainer? Oder? Ja, wir haben im Nationalteam für jede Sportart gut ausgebildete Trainer. Sehr gut. Und ja. Gibt es da schon einen Profibereich jetzt auch wirklich in dieser Turniersportart oder nicht? Nein. Profibereich ist nicht möglich. Das heißt, da muss man sich wirklich auf, müsstest du dich jetzt auf eine der Sportarten entscheiden? Also du wenn man jetzt wirklich professioneller Sportler sein will, muss man eine Sportart auswählen. Okay. Und einen Verein gibt es jetzt auch nicht, den Übergeordneten? Es gibt eigentlich nur Tennis, Badminton, Tischtennis? Es gibt mehrere Racketland-Vereine auch. In Burgenland gibt es auch einen und in Österreich sind es ungefähr, glaube ich, 25. Und wo ist der Sitz im Burgenland? Bodesdorf. So. Dann könntest du einen Verein in Lockmanns aufbauen, sukzessive. Ja, über die Jugendarbeit. Wäre sicher viel Arbeit, aber wieso nicht? Ja, dann schauen wir mal, was sich noch ergibt in der Zukunft. Wir von der Gemeinde, wir wollen natürlich an Philipp ein bisschen auch würdigen. Wir wollen ihm schon die auch ein bisschen Anerkennung geben, weil den Weltmeistertitel, das macht man nicht nur so nebenbei, sondern das ist schon wirklich. Weltmeister nochmal da, ja. Genau. Das ist schon etwas, wofür man wirklich hart arbeiten muss. Das hat der Philipp bewiesen, dass er es kann und wir wünschen natürlich noch alles Gute für die Zukunft. Danke. Seitens der Gemeindevertretung möchte ich dir überreichen, das ist unser Gemeindewappen. Das ist die Aufgabe. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Als kleine Anerkennung, dass du auch weißt, Lockenhaus steht hinter dir und wir wollen dir vielleicht auch nicht nur heute, sondern auch zukünftig, wenn du irgendwo Unterstützung brauchst, melde dich. Wir würden es gerne aufgreifen und dich vielleicht als Leitfigur dazu verwenden, auch dass man andere junge Kinder, Jugendliche dazu inspirieren kann, eine Sportart wirklich mit so einer Leidenschaft oder viele Sportarten mit so einer Leidenschaft auszuüben. Und nachdem der Sport ja nicht, nachdem du dich noch nicht im Profibereich bewegst, wollen wir dir auch finanzielle Unterstützung geben. Das ist ein Sportgutschein von Bicher im Wert von 400 Euro. Ich glaube, die Schläger, die musst du selber bezahlen. Ja, und die Bespannungen haben wir sagen lassen, gehst du immer zum Bichersport. Ja, ja. Da ist das, glaube ich, eine kleine Anerkennung und finanzielle Unterstützung fürs ruhige Jahr mal. Dankeschön. Mit der du was anfangen kannst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, passt. Philipp, alles Dankeschön. Gute für die Zukunft und noch viel Erfolg. Danke. Philipp, alles Gute. Danke. Alles Gute. Dankeschön.